So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. Wir spielen eine wunderschöne Runde Beacon Patrol zusammen. Ein Spiel von Tom Ratzlaff. Ich glaube, er kommt aus Deutschland, weiß es aber nicht ganz sicher. Und ich muss ja auch mal eins der Streams beenden, irgendwie scheinbar gerade noch laufen. Ein kooperatives Familienspiel, das sehr relativ einfach ist. Das Thema spürt man so bedingt, weil wir irgendwie eine Küstenwache spielen, die die Küste erkundet. Aber gut, der Rest ist dafür ganz gemütlich. Und es gibt auch, glaube ich, noch einen erweiterten Modus. Zack, den wir vielleicht danach nochmal spielen, aber wir wollen ja hier eher viele Spiele kennenlernen. So, Beacon Patrol, das hier ist die Übersicht, was die. Du hast da schon so eine Karte hingelegt, Ist genau. Beacon nicht was zum Essen? Nee. Neuen Expansion-Teils kommen raus. Wenn wir mal so ein Pier oder so ein Windrad Ah, ziehen, okay. werfen wir es einfach ab. Ja. Jeder von uns hat insgesamt, wir spielen zu zweit, drei Movement-Tokens. Die legst du das auf blau und auf rot, wenn du sie benutzt hast. Und damit wir tracken, wie wir uns die Ehrung bewegt haben. Jeder Spieler bekommt drei Teile am Anfang. Zack. Es gibt ein Startteil, das da hätte auffallend sein müssen. Weil es irgendwie Was ist da doppelseitig ist. drauf? Da ist ein Anker drauf auf der Rückseite. Ja. Da. Wichtig ist, die haben immer Nordpfeil. Die liegen halt immer alle gleich orientiert, aus auf jeden Fall. Hier fangen wir auch beide an. Ich hoffe, ihr seht alles ganz gut. Genau, unser Ziel ist es, also ich kriege am Ende Punkte für Leuchttürme. Da kriegen wir, wenn der erkundet ist ein Teil, immer wenn alle Orte von den angrenzenden Feldern belegt sind. Dafür würden wir also jetzt drei Punkte bekommen, weil es ein Leuchtturm ist. Ne? Wenn hier noch hier und hier ein Teil liegen würden, würde auch dieser Leuchtturm uns drei Punkte geben. Okay. Diese Bojen. Die bringen uns zwei Punkte, wenn sie komplett erkundet sind. Das heißt, wenn hier, hier und hier noch ein Teil liegen würde, würde uns diese Boje zwei Punkte bringen. Und alle anderen Explore-Tiles bringen einfach einen Punkt. Das heißt, das, was fällt, weil hier, hier und hier ein Teil liegt, bringt uns Ja. einen Punkt. Das bringt keinen Punkt, weil hier und hier noch ein Teil liegen müsste. Okay. Auch das hier. Hier und hier noch ein Teil jeweils, dann würde uns das einen Punkt bringen. Ja. Wir wollen 56 Punkte haben, dann sind wir nämlich Kartografen und können das nächste Roll'n'Ride spielen von Pegasus. Und das Spiel ist eigentlich super einfach, wenn du dran bist. Dann kannst du drei verschiedene Sachen dazu machen. Du kannst ein Teil platzieren, du kannst ein Schiff bewegen und du kannst Teile mit einem anderen Spieler swappen. Das muss ich einmal nachlesen, wie das geht, weil ich habe es hier nur einmal solo gespielt. Da habe ich es noch nicht benutzt. Du kannst einfach ein Teil umdrehen und dich ein Feld weiter bewegen, wenn es schon erkundet ist. Ansonsten würdest du einfach ein Teil platzieren. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ich möchte gerne anfangen, ich möchte gerne hierhin schwimmen. Dann lege ich jetzt dieses Teil an. Und dann kann ich sofort automatisch einmal drauf fahren. Wenn ich, Automatisch, das oh, kostet dann nichts. genau. Wenn ich, wenn ich jetzt aber dann hier irgendwie bin und hier irgendwie alles mit Land zu ist und ich kann da gar nicht weiter, dann müsste ich jetzt halt einen Teil ausgeben, um hier wieder hinzufahren und dann könnte ich halt hier weiter erkunden. Ah, okay. Aber das kriegst du wieder zurück? Am Ende, also jede Runde kriegst du das wieder, darfst dich halt nur dreimal bewegen pro Runde. Ach so. Genau, du kannst genau das machen. Du kannst einen Teil platzieren. Du kannst ein Teil platzieren kannst du, glaube ich, beliebig oft, solange das funktioniert. Von deiner Hand. Wir spielen mit drei Teilen. Na, man zieht keine neuen Teile nach, bis der Zug fertig ist. Und dann ist einfach eine Regel, die man machen kann, muss halt adjacent sein. Du kannst auch hier wieder nur Orthogonalteile spielen. Sie müssen aber mit dem Nordpfeil orientiert sein. Die Ecken müssen passen. Du darfst nicht wie Dorfromantik bauen, sondern es muss schon alles immer irgendwie zusammenpassen. Du musst dich auf das Teil bewegen. Es verbraucht keinen Bewegungstoken, wenn du dich drauf bewegst. Und du kannst nur durchs Wasser fahren, nicht durch Land. Du kannst auch nie orthogonal fahren. Du kannst immer nur, ne, du könntest hier nicht hochfahren, weil hier Land ist. Du musst also außenrum fahren, wenn du hier auf dieses Teil willst. Du drehst immer deine Marke um, wenn du dich bewegt hast. Du kannst auch Teile vor dir, die da liegen, discarden, um dich ein Teil weit zu bewegen. Die kommen komplett aus dem Spiel. Das spielt so lange, bis alle Teile gezogen sind. Aber wenn du deines Zuges und du keine weiteren Aktionen machen willst, dann werden alle Teile, die du nicht gespielt hast, discardet und kommen raus. Du bewegst deine Movement-Token wieder und du ziehst auf die drei Teile nach. Spiel ist zu Ende, wenn alle Teile platziert wurden. Das ist das ganze Spiel. Okay. Du darfst anfangen. Der ist jetzt nicht da. Der ist nicht da, der ist hier noch irgendwo im Aber Stapel. ich ziehe nicht vom Stapel, sondern ich nehme meine Du nimmst Teile, von deinen dreien. die ich angrenzend baue. Leuchtturm ist ja gut. Leuchtturm ist gut. Deswegen baue ich den dann gleich hin. Dann kann ich hier ein Wasser noch dranlegen. Gehe ich dann auch direkt drauf.
Ja, immer. Und steht das wirklich dran, weil da steht Place a Tile, Move Your Ship? Ja. With a Movement Token. Du platzierst immer, ja, wenn du dich jetzt da wegbewegst, musst du, wenn du jetzt hier weiterkommen willst, weil hier irgendwie nur Land ist, dann musst du halt wieder. Okay. Oder du keine Teile mehr hast, oder denkst irgendwo anders, ist besser. Und ich mach's aber trotzdem weiter, weil dann habe ich alle Teile gespielt, dann mach ich halt so. Ja, das nicht, weil da ist ein Steg drauf. Was mit dem Steg? Das ist die Erweiterung. Achso, das war die Erweiterung, okay. Ja gut, dann lege ich das halt so da unten hin. Mhm. Und dann brauche ich nächste Runde Movement. Nächste Runde brauchst du Movement, um da rauszufahren. Okay, jetzt ziehe ich drei nach. Mhm. Okay. Dann ist dein Zug. Okay. Ach, leg mal offen vor sich hin. Ja. Wir können auch einmal pro Zug Teile tauschen. Subtiles. Einmal pro Zug können wir ein Teil, das wir noch nicht gespielt haben, mit einem anderen Teil tauschen, das er noch nicht gespielt hat. Das kann man sofort benutzen. Okay. Also ich habe das gemacht. Mhm. Dann könnte ich nämlich jetzt das hier machen. Mhm. Zack. Und dann könnte ich noch. Ach, das sind wir, können auch zusammen spielen, aber nö. Hilft und schadet hier nicht. Ich kann mich jetzt mit Movement 1, 2, 3 hierhin bewegen. Ja. Mache ich das doch mal. Mhm. 1, 2, 3. Und dann kann ich. Oh, hab ich falsch gedacht. Das geht nicht, das geht nicht, das ginge. Genau, dann spiele ich erstmal den da. Dann spiele ich den hier. Mhm, sehr gut. Dann spiele ich noch den hier. Ah, ja, genau. Und dann ziehe ich drei nach und ich darf hier die drei wieder zurücknehmen. Okay. Exaktement. Also ich könnte hier lang fahren. Das bringt mir nichts. Ich werde dahin, das da hinlegen. Das hier ist doof, das Teil. Ich könnte. Nee. Oh, wir wollen doch alles legen. Kann ich können, können tauschen? Wir tauschen? Wie können wir das geschickt machen? Weil jetzt kann ich ja. Hier, wo, da ist oben, ne? Deswegen habe ich es so hingekriegt, dass du es richtig sehen kannst. Genau, also das ist das oberste Teil. Der hier bringt dir nur was. Glaube ich. Genau, den können wir hier hinlegen, dass du den hier spielst. Also ich könnte ja. Genau, ich könnte auch den hier spielen. Ja. Zack. Dann könnten wir den hier tauschen, vielleicht. Ich will auf jeden Fall hier noch eigentlich hingehen, um den hier abzuschließen. Also, wir könnten ja auch jetzt hier runter, ne? Weil du könntest ja den hier spielen. Ja. Und den hier, da komme ich ja gerade nicht. Aber den kannst du dann da nicht hinspielen, weil du nicht hinfahren kannst. Das gleiche Problem. Ugh. Ich kann auch nicht hier, ich komme halt hier oben. Doch, ich könnte. Nö. Dann will ich da nicht mehr sein. Sinnvoll tauschen macht auch können. Warum kannst du nicht den dahin spielen und den dann dahin spielen? Wie soll das gehen? So. Ah, nee, geht nicht. Genau. Dann musst du mit denen tauschen. Den kannst du auch so machen. Das würde gehen. Dann würdest du. Du könntest auch den nehmen. Ich brauch den, genau. Was haben wir jetzt getauscht? Noch gar nichts. Noch gar nichts. Also ich brauche halt einen, wo ich nach oben fahren kann. Und der hier frei ist. Der hier? Zum Beispiel. Tauschen wir den. Dann kann ich jetzt den hier spielen, dahin fahren. Dann kann ich den dahin spielen, dahin fahren. Dann kann ich den spielen und dahin fahren. Und muss jetzt nur halt rausfahren. Ja, kann ich jetzt auch machen. Stimmt. Ich könnte ja jetzt sagen, ich fahre hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich hier rumfahren will. Mhm. Oder ob wir hier weitermachen wollen. Ich weiß nicht, was ich nachziehe, aber. Ich würde es uns erstmal hier, also wir wollen ja die Leuchttürme, eigentlich wollen wir noch da oben eigentlich die Leuchttürme hin, ne? Ja. Also könnte ich auch noch 1, 2 hier hochfahren, dann müsste ich jetzt 1, 2, 3 und hoffen, dass ich dann hier passende Teile habe. Das ist auch dann schon doof. Schräg gebaut. Oder wir fahren hier in die Richtung weiter und erkunden hier so lang. Ich fahre einfach mal dahin. Und zieh drei Teile nach. Hm.
Puh, das ist gar nicht so leicht jetzt. Nö, also schon von den Regeln, aber du willst halt ja, wir wollen ja Kartograf werden. Ich könnte ja hier unten irgendwas abschließen. Aber nicht hier. Ich könnte erstmal den dahin platzieren. Ich glaube, der ist nicht schlecht. So, jetzt habe ich mich schon in eine Sackgasse gespielt. Also ist der schlecht. Also spiel mal den erstmal. Könntest du auch erst irgendwo hinfahren. Genau, aber ich will ja so langsam nach oben. Der geht jetzt auch nicht. Nee. So, man könnte ja so machen. Und dann? Du hast halt immer das Problem, dass du nicht nach unten, von unten nach oben kannst. Auf den anderen beiden Teilen. Stimmt. Was können wir tauschen? Eigentlich müsstest du mit dem runterfahren und mit dem zur Seite. Ich könnte den hier als erstes mal spielen. Das könnt ihr schon mal machen. Ja. Ich glaube, der ist nicht verkehrt. Also könnten wir irgendwie einen von denen hier Ich will tauschen. den halt ungern aufgeben. Na, der hier, da könntest du nichts weiter machen. Aber mit dem schon. Und mit, na, eigentlich kannst du nur, wenn wir den tauschen, noch mehr machen. So. Ich habe das gleiche Problem gleich, aber Wirklich? na, ich kann zumindest Vielleicht hier. sollte ich mal ein bisschen dir. Ja, ich kann ein bisschen was machen. Soll ich da hin oder? Nee, lieber da unten. Weil dann könnte Dorthin? ich hier hinfahren, da hinfahren und dann hier zumindest das da hinbauen, dann das da hinbauen und dann habe ich noch eins hinbauen. Und wie komme ich mit dem jetzt noch zurecht? Gar nicht. Tja, wir werden nicht immer alle Teile verbauen können. Aber man kann sich so dann suchen, wenn man alle verbaut hat. Also ich kann so machen. Und jetzt kann ich drei ausgeben und das da unten hinbauen. Wenn du die drei noch hast, dann ja. Ja, ich habe noch drei Für die Movement. Boje Eins, bist du wahrscheinlich zwei, der drei. Schlechteste. Und dann sind wir hier. Dann bist du da. Dann siehst du drei nach. Dann können wir vielleicht wieder tauschen. Ui. Das ist natürlich gut Der ist hierfür. gut. Der ist gut dafür, ja. Ich kann da nichts ab. Also ich könnte 1, 2 hier hinfahren, dann könnte ich da das Ja, hinspielen, du da versuchst ein bisschen hier hinfahren oben was zu und machen, dann oder? dahin. Dann hängt das Ja. aber noch über. Stimmt. Dann wäre das ja so. Und den können wir tauschen. Schau, mit der Boje. Also mache ich Im das Moment, da so. brauche ich die Boje. Ah, die brauche ich blöderweise. Ah, nee, ich kann den spielen. Was gibst du mir? Welchen? Na, den würde ich abgeben. Dann können wir den noch hinlegen. Und dann kann ich den noch sogar hinlegen. Ja, okay, passt. Okay, würde ich das machen? Also du, wir Ich gebe dir die. tauschen, willst du mit denen? Welche noch? Und die. Das ist meine. Genau. Dann fahre ich 1, 2 dahin, leg dann erst den hier und dann den hier und bin Und dann den hier. einen, ja. Und jetzt könnte ich noch einen fahren, aber ich würde einfach den hier hinlegen. Ja. Und dann kann ich da jetzt, muss ich da Musst du drauf, hinfahren? ja. Und dann könnte ich, das übrigens, das ist ja das Teil, was uns 3 Punkte gibt, wenn wir es denken. Dann fahre ich da Auch, hin. oder? Und die Die gibt's. auch. Die Leuchttürme, habe ich gedacht. Dann gibt es ja noch mehr. Die Leuchttürme Boje auch gibt, drei. Center-Boje gibt Ach, Leuchttürme. Doch drei. Lighthouse und das Beacon, der ist auch ein Genau, Leuchtturm. ist auch 3. drei. Genau, ziehe ich mal nach. Ah ja, das ist doch schön. Hast So. du hier unten besser? Kann ich den hier erstmal hinlegen? Dann kommt der hier hin. Nee. Ah, der kommt hier hin. Damit habe ich es blöderweise abgeschlossen. Moment, wo waren die gestanden? Hier, oder? Kann ich so machen? Dann kannst du das andere Teil nicht mehr hinlegen. Dann kann ich das andere Teil nicht mehr Wollen hinlegen. wir den tauschen? So, welchen will ich Den hinlegen? hier hin und dann den da unten hin. Den habe ich dir auch gerade gegeben gehabt. Nee. Stimmt, das könnte gehen. Dann kannst du immer noch nicht alle Dann müsste ich platzieren. den. Wieso? Dann geht's doch alles, oder? Ja, geht alles. Ich kann So. mit dem hier nichts Ja, dann habe ich ja anfangen. gleich wieder was. Gehe ich hier hin. Gehe ich hier hin. Und jetzt kann ich eins ausgeben.
Und gib den noch hin. Mhm. So, jetzt kann ich überlegen, ob ich noch irgendwo hinfahre, aber da hoffe ich ja schon, dass ich hier noch irgendwie außen rum komme oder so. Gucken wir mal. Würde ich so lassen. Okay. So. Das ist natürlich unschön. Das ist sehr unschön. Den kann ich dir geben, wenn er dir was bringt. Nee, nicht wirklich. Wir bringen jetzt sicher nicht so wirklich viel. Da nicht hin kannst, gell? Oh, ich kann überhaupt nicht dir helfen da. Also ich könnte dir so hinlegen, eins hier hin. Kommst du da nicht hin? So? Nein. Nee. Nach unten? Nein. Eigentlich müsste ich ja fast hier hin. Eins, zwei, drei. Komme ich aber nicht hin. Können wir das tauschen? Nee, mit deinen Sachen komme ich da auch nicht hin. Nee. Sau doof. Das würde auch nicht funktionieren. Moment mal, also den müssen wir fast machen. Mhm. Und dann könntest du zurück und den hier noch machen. Da stehst du gerade. Kann ich nicht. So geht's. So ging aber übrigens hast du viel. Naja, also besser Plättchen legen als nicht zu legen, oder? Ja, außer wir bauen uns euch natürlich sehr viel. Also ich könnte jetzt nicht den legen, da hochfahren. Was, die andere Plättchen musst du abschmeißen oder was? Dann? Nee, ich könnte den ja wieder runterfahren, hier hinfahren, den dahin spielen und den dahin spielen. Ah ja. 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 Und da stehe ich da. Mhm. Und zieh drei nach. Oha. Das passt nicht. Aber so gar nicht. Jetzt ist es soweit, mhm, dass es nicht mehr geht. Wenn man drehen könnte, wäre super. Ja, aber selbst dann könnte ich ja nicht hinfahren. Jetzt gerade. Das. Du kannst hier eine Bucht fahren. Dann stehst du halt. Nee. Auch da kann ich nicht hinfahren. Achso, klar. Und dann kann ich nach unten noch fahren. Das ist zwei, kann ich noch machen. Ja, außer wir tauschen natürlich was. Du könntest hier hinfahren. Ah, das ging ja. Wenn ich tausche mit dir eins von denen, dann könnte ich dahin fahren, mhm, dann nach unten, mhm, und nochmal nach unten. Oder den da nehmen. Mhm, zum Beispiel. Müssen wir machen. Dann kriegst du das da. Dann kann ich hier hinfahren. Eins ausgeben. Hier runterfahren. Mhm. Ah nee, hier hinfahren. Und dann. So dumm. Eins. Eins, zwei. Hier, okay. Schlecht, schlecht, schlecht. So, bedien dich. Bisschen besser. Guck mal. Ich bin leider gar nicht so viel. Naja, zumindest kannst du so legen. Und dann? Vielleicht noch einen hoch. Und dann? Ja, das ist richtig. Was ist hiermit? Ähnliches Problem, danach komme ich ja weiter nicht weiter. Eins, zwei, drei hilft auch nicht. Keins schließt rechts ab. Jetzt haben wir ein Problem, ja. Also ich kann natürlich den spielen. Das ist auch der einzelne Spiel. Ja, genau. Ansonsten ist hier echt sehr viel. Der da war halt doch nicht so gut. Weil man so jedes Teil mal legen muss. Weil man kann sich durch... Aber wenn man nicht legt, hat man gar keinen Nachteil. Warum sollte man nicht jede Runde nur eins legen? Du kannst ja so viel legen, wie geht, aber du sollst schon natürlich. Also, wenn du halt natürlich hier so eine Wand hast, wo du nicht mehr durchkommst, du willst ja schon versuchen, irgendwie. Ja, warum legst du eigentlich jede Runde nur eins? Dann kannst du jede Runde nicht drei bewegen.
Nee, du willst, also spielst jetzt deine drei Plättchen durch, und du willst so viele Punkte wie möglich machen. Ja, eben, das meine ich ja. Wenn ich nur eins lege, ziehe ich halt nur eins nach. Nein, nein, du wirfst alle ab. Ah, das habe ich gefragt gerade. Okay. Genau. Du wirfst ab. Ja, dann ergibt es ja mehr. Okay. Ja, trotzdem gebe ich dir eins, dass du wenigstens zwei legen kannst. Mhm. Wo bist du denn da? Mit dem, was du da hast? Ich muss irgendwas kriegen, die Idee noch eher, dass ich wenigstens nach unten fahren kann. Ja, musst du ja auch nach unten wieder holen, hast du wirklich eine Sackgasse. Ja. Dann würdest du halt, du müsstest ja eigentlich jetzt hier lang fahren und hier so runter. Ja, aber trotzdem gebe ich dir das, vielleicht ziehst du was nach, oder? Mhm, also du kriegst immer das hier. Ich platziere dann die beiden Teile hier. Was haben wir? Nee, die das geht gar nicht. Den da noch. Den da. Dann stehe ich da oben. Und der geht nicht. Dass man nicht über Land fahren kann, das ist ganz schön doof. Aber dann fahre ich ja trotzdem. Soll ich dann bleiben oder runterfahren? Runterfahren. Und das Teil kommt ja weg. Haben wir erst eins abgeworfen? Ja. Hm, okay. Eins, nee, zwei, stehen drei, bleiben. Ich da stehen. Ich komme halt hier bleiben. Nicht rüber, ich muss eh dahin. Ja, ja. Ah, die waren dann sortiert. Mhm. Gut gemischt. Für oben ist das ganz gut. Herr Meulen, irgendwie eine schöne Nordwestpassage. Kennt ihr beide Spiele? Nein, leider nicht. Also, den bräuchte ich. Du musst dir mein schönes Teil wegnehmen. Naja, aber du hast du den auch noch und den kommst, glaube ich, ganz gut hin. Aber wenn ich den habe. Ah, nee, der ist den da. So. Dann könnte ich hier runterfahren. Mhm. Dann könnte ich so weiterfahren. Oder so noch besser. Und dann so. Und den habe ich dir gegeben. Oder man legt den. Nee, komme ich nicht hin. Ach, soll ich den wegschmeißen? Ja, bevor du dir aus dem Leuchtturm blockierst, weil die weg. Ganzen Leuchttürme alle gar keine Punkte momentan. Mhm. So, ah, guck mal. Da ist doch was für dich dabei. Ich könnte den spielen. Den und den spielen. Du musst da halt noch was finden, aber wir hatten schon. Na, die ganzen Buchten sind natürlich schon raus. Dann würde ich hier stehen. Und jetzt brauchen wir hier noch jeweils ein Plättchen, um da Punkte mitzunehmen. Und beweg dich da noch hin, oder? Oder da unten hin. Wenn du dich jetzt 1, 2, 3 bewegst, kannst du nicht so. Oder 1, 2. Aber lieber hier hin, oder? Okay. Ja. Oh, ist auch schneller zu Ende mit den ganzen Erweiterungen, als man denkt. Aha, schade. Da kann ich nichts geben, was dir hilft. Der könnte dir helfen, da hinzulegen. Mhm. Bräuchtest du auch. Ja, und kriegst du hier so einen. Den da. Den. Mhm. Habe ich ja eh schon, aber. Mhm. Mache ich meinen ersten. Meinen zweiten. Meinen dritten. Mhm. Ich werfe jetzt nur halt zwei Teile weg, ne? So, ne, guck mal, was ich habe. Vielleicht hilft da was. Der geht nicht rein. Keiner von denen. Ne, keiner von denen. Den kannst du da reinlegen. Naja, aber dann stehe ich halt da. Dann bin ich halt 1, 2, 3 da hingefahren, stehe ich da, dann kann ich halt die beiden hier nicht mehr spielen. Ne, das machen wir nicht. Dann geht auch hier hin und versucht da noch was hinzulegen, oder? Das funktioniert. Dann kannst du mal zurück. Ich könnte auch hier hinfahren. Oh, nee, da kann ich nichts hinlegen. Oh. Aber du kannst hier. Bei hier sollen wir schon noch irgendwie was hinspielen. Stimmt. Ja, wir müssen ja Punkte machen. Wir kriegen ja auch super wenig Punkte, weil wir irgendwie gefühlt nur ein paar Teile werden. Ja. Das kann man schon noch deutlich cleverer spielen. Aber wenn wir den hinlegen, kriegen wir natürlich wenigstens dafür die. Also dafür vielleicht die Punkte. Für den halt nicht. 1, 2, 3. Dann gehst du dorthin und schmeißt die beiden weg. Brauchst du die? Wollen die vertauschen? Ja. Damit du frei fahren kannst?
Haben wir schon eins getauscht? Nee. Doch, doch, ja, wir haben schon eins getauscht. Haben wir? Du hast mir was freigegeben, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Dann tauschen wir noch eins. Und dann kommt die weg. Ach, schade, so rum wäre gut. Nee. Nee. Nee, hier brauchen wir wieder so. Ah, das so rum wäre super. Ja. Aber jetzt siehst du ja sowas nach. Das ist natürlich für mehr Spieler netter, dass man mehr Optionen hat zu traden. Du, wir wollen dir das abschließen. Du kannst 1, 2, 3. Ja, oder das hier. Ja. Aber das geht ja nicht. Mit den Teilen, die wir jetzt haben, vielleicht siehst du ja sowas nach. Willst du noch hoffen? Okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich komme nirgends mehr hin. Ich muss wieder tauschen mit dir. Ja, wir haben hier auch eine totale Wand. Das soll ja nicht durchkommen. Den bräuchte ich, glaube ich. Ja, genau, den brauche ich gar nicht. Dann habe ich so. Ah, nee. Wir müssen nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ah, doch, so. Mhm. So, so und so. Und fährst du wieder raus. Dann fahre ich wieder raus. Mhm. Und ziehst nach und ziehst jetzt das Teil, was ich brauche. Nein? 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 Nein! Oh, ganz knapp nicht. Knapp nicht, ja. 1, 2, 3. Ja, du kannst nochmal so probieren, wenn du so lang fährst irgendwie. Ich habe den 1, 2, 3. Dann lege ich erst den hier hin. Dann stehe ich da, dann lege ich den hier hin, dann stehe ich da und dann lege ich den hier hin, dann stehe ich da. Und dann ziehe ich nochmal 3. Du könntest 1, 2, 3 machen und nächste Runde nochmal 1, 2, 3 und hoffen, dass du es reinlegen kannst. Ja, muss nicht. Okay. Ich weiß, so einen Teil gibt es nicht mehr. Okay. Schade, das kann ich auch nicht mehr abschließen. Auch mit deinen Teilen nicht, ne. Aber wir dann mit denen hier mal ran. Den, also wir haben schon ein paar Punkte. Also ich mache erstmal hier hin. Also wir werden mindestens hier hin. Und jetzt kann ich den noch da hinlegen. Mhm, schön für den wenigstens. Und mit den noch. Der ist ärgerlich. Darf man da hier einen reinlegen? Nee, und was ja, weiß? Andersrum. Ja, genau. Das ist ja grafisch. Und weiß, dass es das ist. Das waren die Entdecker damals. So. Okay, ja. Ah, hier gestanden hätte wäre geiler. Ja, geht nicht. Geht nur um zwei. Und da können wir nicht mehr abschließen. Jetzt kriegen wir gar keine Punkte. Wir kriegen gar keine Punkte mehr durch den, ja. Ich kann auch nicht mit dir tauschen, ne? Ich habe ja nichts mehr. Der dahin. Hat schon ein bisschen Dorfromantik-Vibes. Der dahin. Oder? Ja, und der dahin. Zack. Gut. Gut. Dann ziehen wir unsere Punkte. Das sind nicht so viele. Das stimmt. Wir können es ja verspalten. Weil aber wir genau. Also hierfür kriegen wir nichts, hierfür kriegen wir nichts. Hierfür kriegen wir überall gar nichts, kann ja nicht. Hierfür kriegen wir zwei Punkte, vier Punkte, fünf Punkte, acht Punkte. 11 Punkte, nichts. 13 Punkte? Nee, 8 sind 2, 13. Ja. 13, 14, 15, 18, 20, 23, nichts, nichts, nichts. 25, ja. 28, 29, 32, 33 Punkte. Damit sind wir nicht Novizen, sondern echte Sägemänner. 3 Punkte mehr wären wir schon Kapitäne gewesen. 56 Punkte will man haben. Und wir hatten jetzt 33. Ah, wenigstens ein bisschen mehr, um Kapitän zu werden. Wir sind nicht nur Novizen, weil ich glaube, ich in meiner ersten Partie. Du warst ein Novize? Ja. Naja, okay, immerhin.
Gefällt mir. Das ist nett, ne? Spaß gemacht. Kannst du auch wie bei Dorfromantik. Und jetzt sollten wir halt noch eine Kampagne dazu machen. Es gibt auf jeden Fall noch die Mini-Expansions dabei, die du auch reinnehmen kannst. Du hast noch die Windmühlen. Wenn die Windmühlen voll explored sind, dann kriegst du einen Punkt für sie plus einen Punkt pro freier Ozean, der angrenzend ist. Mhm. Also so komplett. Und bei den Stegen kriegst du, die sind noch ein bisschen interessanter, kriegst du einen Punkt plus einen Punkt pro jedes Gebäude auf einer Landmasse, das damit verbunden ist. Na, weil das hier sind ja die Stege, das ist ja immer irgendwie an der Landmasse dran. Und dann hast du halt hier für jedes Gebäude, das irgendwie mit diesem Steg verbunden ist, kriegst du noch extra Punkte. Gut. Torben Ratzdorf. Development Alexander Kütter. Layout Design Rubik Editing Gwen Ruel. So wirklich ein Illustration. Hat auch selbst gemalt, der Torben. Ah ja. Also Torben, ich weiß nicht, ob du Deutsche bist. Falls ja, schreib gerne einen Kommentar. Ich habe das damals ja schon solo mal gespielt in der Lernpartie. Da fand ich schon echt nett. Weil das, so Dorfromantik-mäßig. Ja. So gemütlich vor sich hin spielen. Schon halt auch eine Challenge. Aber am Anfang denkt man auch so, wir machen ganz viel und platzieren jetzt mal dieses Teil. Und dann irgendwann merkt man, hier so eine Wand ist halt auch nicht so gut. Dann kommt man da nicht mehr durch. Man will eigentlich schon sehr kompakt bauen, sich dann nach außen hinhauen und man wirft auch ungern Teile weg. Ja, richtig, genau. Aber vielleicht ist Teil wegwerfen manchmal die bessere Idee, bevor man Teil legt. Aber das ist halt mit Erfahrung. Das ist genau. Ne? Wenn du es lernst und weißt, welche Teile so kommen, man halt auch weiß, dass es halt nicht so ein Vierer ist. Es wäre ja cool, wenn es noch einen Teil geben würde, wo du so von überall Wasser hast, was halt so eine Landmasse zu. Aber ne, eigentlich brauchst du Wasser in der Mitte dann. Wird schwierig da reinzufahren. Das kann es halt nicht geben, das Teil. Nee, aber sowas hätte ich schon sehen können, dass man das halt so reinlegt, nach dem Motto, ich weiß, von allen Seiten muss es Land, also muss es eine Landmasse sein. Hätte man... Genau, dann wäre es auch vielleicht zu einfach gewesen, auf Lücke zu bauen. Ja, das zu schaffen, also dass auf allen vier Seiten Land ist. Wow, wenn es darfst, dann ist es vielleicht eher möglich. Haben sie ja vielleicht ausprobiert. Das Teil sieht ja so aus, als hätten sie es ein bisschen probiert. Gut, das war Beacon Patrol. Wir danken euch recht herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Grüße an alle Seemänner. Und dann bis bald. Macht's gut. Tschüss.